Ja, hallo liebe Kloppo-Freunde, ich bin Christian hier aus meiner Bastelbude und ich habe Post bekommen von dem lieben Mario von fpv360.de. Und natürlich könnt ihr am Ende dieses Videos auch noch einen Frame gewinnen und vielleicht auch noch zwei kleine. Aber das müssen wir dann schauen. Also ich denke, wir verlosen alle. Was meint ihr? Der gute Mario von FPV 360 hat mir etwas geschickt. Und zwar den Polygon Stretched Axe in der 5 Zoll Version und mit Wechselarm. Mein lieber Scholli, was ist denn das für Zeug? Ja, der Mario hat sich eines Tages eine Fräse gekauft und statt dann gleich dieses teure Carbon zu verfeuern, kaufte er sich eben diesen Rohstoff GFK. Und hat daraus auch seine ersten 3 Zoll Frames dann gefräst und auch in seinem Shop verkauft und stellte fest, nanu, die Leute interessiert's. Wir gucken uns das Ding jetzt nochmal aus der Nähe an und dann hört ihr ein bisschen eine Stimme aus dem Off. Neben diesem schicken, kantigen und eckigen Design fällt vor allem das Material zuerst ins Auge, das ist farbloses GFK. Ihr solltet auf jeden Fall aufgrund dieser dünnen Arme den Kauf einer 4-in-1 ESC-Einheit in Erwägung zu ziehen. Es passen verschiedene Kameras hinein, verschiedene Videosender, dem Setup sind eigentlich wenig Grenzen gesetzt. Es gibt sogar auf Thingiverse einige tolle STLs zum Selberdrucken von zum Beispiel GoPro-Haltern. Also meine ich. Ich habe nicht geguckt. Vielleicht guckt ihr mal auf Thingiverse. Und weil sich FPV 360 da so sicher ist mit dem Material, gibt es auch noch eine einjährige Garantie auf Frame-Teile. Dazu schaut ihr mal am besten direkt in den Shop. Ja, der erste Eindruck, wenn man diesen Frame in der Hand hat, man will es biegen und brechen. Und das habe ich dann mal versucht und habe festgestellt, dass da doch ein bisschen was geht. Ich bin überrascht. Und auch im Parkhaus soll das Ganze eine ganz gute Figur machen, weil die Schichten von diesem GFK einfach wesentlich besser zusammenhalten als die von Carbon und daher splittert das nicht so. Wenn ihr zum Beispiel jetzt auf Beton irgendwo herumrutscht und den einen oder anderen Pfeiler mal touchiert, dann ist das bei diesem Frame wahrscheinlich viel länger der Fall, bis es bricht oder bis man bricht. Ich habe natürlich auch einen kleinen Crashtest vorbereitet, den schauen wir uns jetzt einmal an und schauen, wie dieser Frame das überstanden hat. Ja, und wie ihr sehen könnt, er hat diesen Crash sehr gut überstanden. Es ist ihm nichts passiert, er steht noch gut da. Ja, kleines Fazit von mir. Ich bin jetzt leider nicht dazu gekommen, diesen Frame komplett aufzubauen und zu fliegen und zu crashen und so weiter. Was aber... Und ein weiterer Vorteil ist nämlich auch, wenn ja mein Arm verbogen ist, dann könnt ihr ihn einfach ein bisschen zurückbiegen. Ich will das jetzt an diesem Gewinnstück nicht vorführen, aber ich habe hier ein... Aber ich habe hier mich vorbereitet und ein Materialmuster von diesem GFK in der Hand. Und da können wir jetzt mal gucken, wie er sich so macht, ne? Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana. So, dann wollen wir mal schauen, was denn passiert, wenn ich jetzt... Ich brauche noch eine Zange. Das tut weh. Oh. Okay. Es knistert, ist durch. Was aber geil war, Carbon hätte jetzt einfach knack gesagt. Ihr könnt mal sehen, hier die Fasern, die gucken da noch raus. Das sollte man jetzt nicht unbedingt anfassen. Das pikert so, wenn man sich dann später nicht so schnell wieder wäscht. Hier im Vergleich ein Stück Styropor. Und hier im Gegenvergleich das FPV 360 GFK. Ich könnte das jetzt... Habe ich nicht noch eine Zange? Das ist doch nur jetzt... Ich habe das hier jetzt an einem Arm. Und...
Ich hab's zweimal knacken gehört, aber mehr ist nicht passiert. Und ihr könnt sehen, das ist wirklich hauchdünn hier im Vergleich mein Finger. Und im Vergleich mit einem Kugelschreiber. Und im Vergleich mit einer Tube Uhupor. 50 Milliliter. Und hier im Vergleich mit... Und hier mit einer Flasche Hemelinger Spezial. Und hier im Vergleich mit einem AC/DC-Dollar. Und hier im Vergleich mit einem Raspberry Pi. Oh, da habe ich den Faden verloren. Und wenn ihr einen dieser drei Frames gewinnen wollt, dann lasst einfach ein Like da für die FPV360.de Facebook-Seite und kommentiert einen Kommentar hier nach unten hin. Und dann losen wir aus. Das wird überprüft. Ihr braucht Facebook und YouTube. Zwei Accounts für ein Gewinnspiel, für einen dieser drei Frames. Fuck. Ja, was ihr eben neben dem 5-Inch gewinnen könnt, das ist dieser Polygon 3 Zoll für die Bad Ideas. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert nach unten, warum ihr diesen Frame gewinnen wollt. Und like die fpv360.de Facebook-Seite. Und wenn ihr weitere Entwicklungen über diesen Frame sehen wollt und vielleicht ein bisschen Vorab-News und so weiter interessant für euch wären, dann like die Seite von fpv360.de von Marios Shop. Guck mal, das ist fast symmetrisch. Aua! Und bleibt am Ball. Yo, check mein Swag. Ja, ich dich ab. Nein, du legst auf. Nein, du legst auf. Das ist bestimmt alles gar nicht drauf. Doch. Oh.